Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Leute, es ist endlich soweit. So viele Leute haben nachgefragt, ob ich mal so ein Hardware-Video machen kann. Und zwar habe ich ja schon Mäuse getestet, Tastaturen getestet und so weiter und so fort. Und heute ist es endlich soweit. Ich teste einen Gaming-Laptop versus meinen dicken Gaming-PC. Mein PC, kennt ihr ja, hat um die 5000 Euro gekostet. Und mir wurde von Asus ein Gaming-Laptop zugeschickt, was mega korrekt ist. Erstmal an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön geht raus an Asus. Und zwar ist es der Asus ROG Zephyrus. Ich hoffe mal, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Duo 15GX550. Ich zeige euch mal das gute Stück. Das ist das hier. Ihr seht schon, Fortnite ist schon offen. Wir zocken gleich eine Runde auf jeden Fall damit und vergleichen erstmal die FPS von meinem PC gegen die Laptop-FPS. Und das Krasse ist, Leute, man hat nicht nur einen Bildschirm wie bei allen anderen Laptops, sondern man hat hier unten noch einen zweiten Bildschirm. Und dieser zweite Bildschirm hier unten ist sogar Touch. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel hingehen, den Ordner nehmen, hin und her verschieben. Oder ich habe hier auch Spotify schon offen gehabt. Kann dann ein Lied weitermachen und so weiter und so fort. Aufnahmeprogramm ist auch am Start. Wenn ihr die genauen Specs zu dem Laptop wissen wollt, checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung. Da habe ich euch direkt den Laptop verlinkt, da könnt ihr selber vorbeischauen. Es ist ein i7 drin, es ist eine RTX 2070 Super drinnen und er hat einfach 300 Hertz. Der Monitor hat einfach 300 Hertz, doppelt so viel wie mein Monitor. Evil crazy. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal einen FPS-Vergleich und schauen mal, ob mein PC mithalten kann. Ich vermute schon, aber mal schauen, wie krass dieser Laptop mithalten kann mit einem 5000 Euro Gaming-PC. Okay, Freunde, ich bin in-game. Hier seht ihr meinen guten alten Renegade Raider. Hier ist der Account, mit dem ich auf dem Laptop eingeloggt bin. Und ihr seht gerade, die FPS habe ich einmal auf 140 gecapped. Oben rechts steht's. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal auf unbegrenzte FPS. Ich habe bei beiden die gleichen Grafikeinstellungen. Relativ low sense, sage ich mal. Und wenn ich normal hier stehe und in diese, ich sage mir mal, aufs Hütchen gucke, habe ich so um die 400 Frames. Dasselbe können wir jetzt beim Laptop auch mal gucken. Wenn ich hier hingehe und auf unbegrenzte Framesets, habe ich beim Laptop um die 280 Frames. Trotzdem übel krass. Wenn ich auf den Boden schaue, habe ich so knapp um die 500 Frames. Und auf dem Gaming-Laptop haben wir so knapp 320 Frames. Was man bei beiden PCs aber auch bedenken muss, ich nehme gleichzeitig noch in Full HD auf. Das heißt, würde ich hier nicht auf dem Laptop noch gleichzeitig mit aufnehmen, dann hätte ich ja safe locker die 300 Frames. Das ist übel krass. Ich würde sagen, wir machen mal den Hardcore-Test auf dem Laptop. Und zwar baue ich jetzt mal so ein bisschen was. Wir haben gerade um die 240, 250 Frames. Ich mache einfach mal so ein kleines bisschen Freebuild, bisschen einbauen. Hier, zack. Oh, ohne Sound zu bauen, ist echt tricky. Aber selbst wenn wir so freebuilden und uns eigentlich relativ schnell bewegen, haben wir mit einer Full-HD-Aufnahme einfach über 200 Frames. Das ist richtig crazy, Mann. Das ist richtig, richtig crazy. Ja, der Laptop muss ganz schön arbeiten. Ich habe gerade mal den Task-Manager aufgemacht. Wir haben so um die 95% CPU-Auslastung und auch so um die 80% Grafikkarten-Auslastung. Er muss richtig gut arbeiten. Deswegen, wir stellen die Frames auf jeden Fall ein bisschen runter. So viele Frames brauche ich nicht. Vor allem, wenn man sie begrenzt zum Beispiel jetzt auf 360, dann braucht es ein bisschen weniger Leistung, wie wenn ich es auf unbegrenzt lasse. Ja, Freunde, ich muss sagen, übel krass, dass dieser Laptop so viele Frames schafft. Plus Aufnahme. Übel nice. Ich freue mich auch mega drauf. Ich werde damit auch die ganzen Kochstreams machen und IRL-Streams und so weiter und so fort. Weil man kann unten so nice das Programm aufmachen. Man kann es einfach mit dem Finger hin und her schieben. Man kann Spotify aufmachen. Man kann Musik hin und her schieben und sowas. Und ist einfach übel nice. Diese Touch-Funktion auch. Allgemein ein zweiter Monitor beim Laptop ist richtig geil. Ich freue mich auch schon ein bisschen drauf zu schneiden auf dem Laptop, weil man kann sich auch von dem Programm, vom Schnittprogramm unten was auf die Touchscreen-Leiste setzen, was auch übel cool ist. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal in eine Runde Solo rein und schaue, wie gut ich hier eine Runde Solo auf meinem neuen Laptop zocken kann. Und Freunde, wenn ihr Bock habt, lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega drüber freuen. Und schreibt mal in die Kommentare, was für Hardware ich noch testen soll. Heute zum allerersten Mal ein Gaming-Laptop am Start. Und ich bin echt gespannt, wie das so laufen wird jetzt. So, Freunde, wir sind in der Runde drin auf dem Laptop. Deswegen schaue ich wahrscheinlich so ein bisschen nach unten. Aber ich bin sehr gespannt, wie es in-game laufen wird. Wir haben gerade so
um die 150 Frames im Bus sogar. Das ist richtig crazy, Mann. Junge, und das fühlt sich auch so mega smooth an. Wenn ich mich schnell bewege, ja, droppen die Frames natürlich ein bisschen, aber das ist ganz normal. Das ist auch auf meinem PC so. Allgemein Fortnite, muss ich sagen, ist ein sehr anspruchsvolles Spiel, was so die Frames angeht. Aber Junge, ich bin ready. Ein bisschen ungewohnt jetzt mit dieser Tastatur zu spielen. Also ich bin ja eher eine andere Tastatur gewöhnt. Laptop-Tastaturen sind immer ein bisschen anders, würde ich sagen. Aber super nice. So, wir droppen einfach. Droppen wir hin. Da gehen wir hin. Bam. Ich habe gerade die Frames auf 240 gelockt. Das ist schon eine kleine Challenge, ne? Ich muss sagen, immer wenn man an einem neuen PC spielt oder so, oder allgemein an einem neuen Setup, ist es immer eine kleine Challenge, weil man hat einen anderen Sound, man hat eine andere Tastatur, andere Maus und so. Aber Alter, ohne Scheiß, es läuft ja gerade richtig smooth. Ich muss noch dazu sagen, wir nehmen gerade in Full HD auf. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber wir haben trotzdem um die 200 Frames gerade. 150 bis 200 Frames. Alles super smooth. Wird alle richtig smooth angezeigt. Ah, Loadout ist in Ordnung. Könnte besser sein. Okay, brauchen noch eine Eier. Junge, richtig crazy, Alter. Als ob ein Laptop so eine Leistung hat, Mann. Man kann diesen Laptop, den ich habe, auch nochmal in einer Nummer krasser nehmen. Also ich glaube mit einer 3080 oder so. Und mit einem i9. Aber dann ist es eher so diese, ich würde sagen, Arbeiterversion. Weil der hat keinen 300 Hz Monitor. Wir haben ja hier die Gaming-Version am Start. Und ich muss sagen, Alter, es läuft einfach so mega smooth. Oh mein Gott. Oh, hat der keine Mats gehabt oder was? Let's go, Baby. Richtig gut. Einmal weggeholt in die Mögen. Ja, gut, ne? Habe ich gesagt? Ja, gut. Habe ich aber. Warte mal, wir können auf jeden Fall uns einen Spaß machen. Okay, eins brauche ich noch. Dann können wir uns einen Spaß machen. Ich muss auch sagen, ich liebe solche Testvideos irgendwie, ne? So ein bisschen Hardware miteinander vergleichen, ein bisschen testen und sowas. Übel geil. Ich muss auch sagen, im Vergleich zu meinem PC jetzt, vom Spielerlebnis bis auf die Tastatur, fühlt sich's ziemlich gleich an. Der Monitor ist ultra smooth. Der hat mehr Hertz als meiner. So einen kleinen Unterschied merke ich vielleicht. Ich glaube, so den Unterschied zwischen 144 Hertz, was ich habe, und 300 Hertz, merkt man schon nochmal gut. Also es ist schon extrem smooth. Wir haben zwar leider nicht die 300 Frames gerade. Das müsste ich mal testen, wenn ich nicht gleichzeitig aufnehme. Weil dann bekommen wir, glaube ich, auch locker die 300 Frames. Schau mal, wir haben jetzt schon 230 Frames. Yo, Leute, wir haben noch eine Ska am Start. Let's go, der Hase. Richtig nices Loadout. Jetzt gehen wir mal ein paar Gegner jagen. Ich freue mich schon mega, auf dem Laptop zu schneiden. Ich glaube, mit diesem Touch-Feature einfach, das ist auch so geil. Ich kann einfach in-game, ich muss jetzt nicht raustappen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Musik laufen hätte, auf Spotify oder sowas, ich könnte einfach unten auf diesen zweiten Monitor drücken, könnte ein Lied weitermachen, müsste nicht irgendwie raustappen mit der Maus oder sowas, sondern einfach auf entspannt mit dem Finger draufklicken. Das ist schon so ein geiles Feature. Allgemein ein Laptop mit zwei Bildschirmen ist so smart einfach. Da vorne. Nein. Zwei Hits. Let's go. Ich glaube hier im Haus. Ja, Mann, im Haus. No, das sind mehrere. Yo, let's go. Gegen wen hat der gefightet? Hä? Gegen wen hat der denn gefightet? Oh, da ist ein Bot. Da ist einer. Let's go, Baby. Irgendwo da ist noch einer. Da vorne. Was geht denn hier ab? Let's go! Hä? Was passiert hier? Holy shit! Also das ist jetzt kein ganz neuer Account, Leute. Ihr seht ja auch den OG-Skin, den ich hier am Start habe. Mehr oder weniger OG. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Runden mit dem. Nur die Season jetzt noch nicht. Aber ich glaube, einer oder zwei waren auf jeden Fall ein Bot von denen. So schlecht kann doch keiner sein, oder? Einfach weggejoinkt. Da schmeißt jemand Nades. Ich muss sagen, aber es spielt sich richtig smooth. Ich finde auch, die Tastatur ist ziemlich nice. Boah, er checkt gar nichts. Was macht der denn? Hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott! LOL! Okay, ich muss mal kurz healen. Okay, das ist safe kein Bot. Er gönnt sich auch irgendwas. Moin Meister! Was geht, Bro? Richtig geschüttet. Oh mein Gott! Digga, was hat er denn versucht? Er wollte mich einfach snipen, weißt du? Er schmeißt Nades und versucht mich zu snipen. Vollidiot.
Easy. Leute, übrigens, was mich sehr interessieren würde, ist, auf was ihr so zockt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr für einen PC habt, was ihr für einen Laptop habt, was für Specs ihr habt, also welchen Prozessor, welche Grafikkarte und sowas. Würde mich echt interessieren, weil ich kann mir vorstellen, dass einige von euch richtige Maschinen haben, andere vielleicht nicht so, aber okay, ist auf jeden Fall kein Bot. Wir chillen ein bisschen. Er musste uns... Oh, das soll ich hardcore pushen. No risk, no fun, let's go! Oh mein Gott! Let's go! Hä, aber das war nicht er, oder? Wo sind meine Impulsis? Wir müssen den zerstören. Oh mein Gott! Wir sehen uns! Junge, was passiert hier gerade? Junge, was passiert hier gerade? Chill, Bro! Stein brennt nicht, oder? Nice. Wir machen auf Nummer sicher hier. Komm, 3, 2, 1. Nice, kurzer Reload. Pump auch kurz reloaden. Wo schießt der mit dem Bogen her? Da über mir geht's auch noch ab. Ja, der Frosch die ganze Zeit. Ah, da! Du kleiner Schlawiner. Richtig? Komm. Mann. Meine Pump hat nicht geschossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach hoch, Junge. Oh mein Gott. Let's go! Oh mein Gott! Alter Schwede. Okay, erstmal Medkit rein. Finale, Leute! Oh mein Gott, nein! Ich glaube, hier trifft er mich nicht. Selbst wenn, ich ziehe Medkit durch. Nice. Komm. No risk, no fun. Shield break. Let's go! Nice one, ey. Holy moly. Was eine schöne Runde. Ohne Scheiß. Alter Schwede. Leute, an der Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Geht raus an Asus für das wunderschöne ROG Zephyrus. Alter, es ist so ein schöner Laptop. Ohne Spaß. Mit diesem zweiten Monitor, Leute. Schaut mal, wie der hier rausklappt. Einfach mega schön. Und ich kann jetzt einfach hier hingehen und sagen, zack. Bitte einmal Aufnahme beenden. Dann ist meine Aufnahme beendet. Hier gesaved in meinem Ordner. Richtig nice, Leute. Ich sage euch ein riesengroßes Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr euch den Laptop genauer anschauen wollt, checkt den Link in der Beschreibung. Und falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, würde ich mich natürlich auch mega über ein Abo freuen. Vor allem, wenn ich mehr solche Videos machen soll. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bye-bye.